Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. In der letzten Folge haben wir hier unseren lieben Brückenwächter erledigt. Zeus haben wir auch gesehen und ich weiß immer noch nicht, wer dieser Typ da hinten ist. Aber ich würde auch vorschlagen, dass wir uns jetzt hier erstmal wieder aus dem Staub machen und zu Atreus zurückkehren. So, das ist zumindest... Mit einer Bö von Heelswinden. Und wie mache ich das? Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier, jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Okay. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ah, okay. Mit deinen Klingen auf die Windfalle. Siehst du, jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Ah, sehr cool. Ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir warten viel zu lange fort. So. Okay, das heißt, wir müssen dann wieder von ihm hier. Zack. Und rein da. Okay. Was seid ihr jetzt wieder für? Ja, ja, komm. Sonst noch jemand? Offenbar nicht. So, dann klauen wir dich wieder. So. Können wir hier eigentlich irgendwie... Oh? Weil da oben ist wieder so eine... Hä? Ja, ja. So leicht kommt ihr jetzt nicht an mich ran. So, ja, ja. So, müssen wir da dann durch? Genau, da müssen wir dann durch. Da unten geht es auch noch irgendwo hin. So. Was haben wir da? Dich nehmen wir natürlich mit. Und. Huch. Da. Da. Aber wie fies ist das denn jetzt? Das heißt, wir müssen uns einen neuen organisieren. Weil wir da so nicht hinkommen. Da kommen wir aber auch wieder nicht rund. Ne, Quatsch, warte mal. Wir können doch bestimmt auch. Ah, sieh an. Genau, hier wären wir durchgekommen, wenn Atreus da gewesen wäre. So, schauen wir uns hier nochmal eben durch. Hier da unten können wir offenbar nicht hin. Was wir aber vielleicht. Ah, das können wir auch nicht. Okay, hier gibt es dann jetzt wohl doch nicht so unbedingt was. Na gut, dann weiter. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Mhm. So, da dürfen wir nicht durch. Aber... Ah, da. Ne, da. So. Okay. Ach, du schon wieder. Na, da habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, muss ich sagen.
Na gut, kommen wir nicht drum herum. So, genau, komm, finishen, jawohl. So, komm. Hoppala. So. Siehst du wohl. Weiter geht's. Hier können wir auch noch hoch. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Hier können wir da wenigstens runter. Jawohl. So, bevor du irgendwas machen kannst. Aber verschwinde direkt. Na. Frech. So. Auch ihr schon wieder. Jawohl. Okay. Mysterium. Ihre Luftschlagattacken können uns verlangsamen. Weiche aus, wenn sie in der Luft sind. Ich töte sie einfach, wenn sie in der Luft sind. Das finde ich noch viel besser. Ja, ja. So. Komm mal. Bam. Zack. Und weiter geht's. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, ja, ich bin noch unterwegs. Kann ich eigentlich auch hier rüber gehen? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir in einer anderen Welt stecken. Nee, können wir nicht. Ich will quasi nur innerhalb dieser Welt reisen mit den Dingern. Na gut. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Ja, ich bin noch unterwegs. Geduld, Geduld. So, Midgard brauchen wir nicht. Alfheim brauchen wir nicht. Jutunheim brauchen wir nicht, Vanaheim brauchen wir nicht, Muspelheim auch nicht. Asgard. Na, wann kommt mal Midgard? Oh, okay, ich muss Dreieck drücken, ja. Dein Vater hat Zeus? Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hatte es das Pantheon verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Asche. Na, schauen wir mal, ob er ihm auch wirklich nichts sagt. So, zurück zu früher. Wie kommen wir denn am schlauesten zurück zu Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Jawohl. Sorge, Kinder sind zäh. Ich so, jetzt schauen wir nochmal. Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet.
tödliche Griffe der Magie. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht die Klingen noch mal ein bisschen verbessern können. Tödliche Griffe des Schutzes. Wisst ihr was? Nehmen wir erstmal die. So. Okay. Was haben wir da sonst noch so? Probiert die Abkürzung zwischen den Welten aus! Ja, entspann dich doch mal. Menschenskinders. So, das war ein Klingknauf. Gucken wir nochmal. Jawohl. So. Sehr schön. Guck mal, können wir sogar nochmal verbessern. Ach, warum nicht? Wir sollten nicht warten. Die Abkürzung zwischen den Welten. Nimm sie. Ja. Axtknauf. Haben wir nicht genug Ressourcen? Na gut. Dann. Machen wir uns mal auf. Vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Na, schauen wir mal. So. Genau, da wollen wir hin. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Ja. Tun wir auch. So. Also auf geht's, wir haben es eilig. Huch. Na komm, wo bleibt das Tor? Hm? Nicht, dass wir irgendwie in dieser Zwischenwelt gefangen bleiben. Das wäre doof. So. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Ja, mein Gott, ist doch wirklich nah genug. Direkt vor der Haustür. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Denn wieder reisen. Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es.
Gut, dann bemühe dich darum. Versprechen gehalten. Das vergesse ich dir nicht. Na, die beiden bandeln noch safe miteinander an, oder? Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Mhm. Na gut. So, was haben wir da? Die schwarze Rune, hopp. Okay. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weiser. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Die Warnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Warnen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Oh Mann. Die Arme. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch gebrochen wird. Ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler. Riesige Schildkröte. Du hast interessante Freunde. Ja. So, redet ihr jetzt noch was oder seid ihr fertig? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir nach Richtung draußen gehen. So. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Ja. Also gut. Zum Boot zurückkehren. Also gut, dann auf geht's. Lalalala. Wie weit geht denn das hier noch runter? Hat das sonst auch so lange gedauert? Ich glaube nicht, oder? Aber muss es ja. Oh, komm, lass mich gehen. No. Wo ist da, Atreus? Okay. Dass der jetzt irgendwie runtergefallen ist. Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin die Schlange. Ah ja. Steig ein. Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge.
Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gottjunge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zum Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Ach, Atreus, du hast Prioritäten. Das ist echt der Wahnsinn. Aber so, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder einen Cut und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann.